Ich bin Amrei und studiere Textiltechnik in Aachen. Und heute zeige ich euch mal, was wir im Institut so machen. Kommt mal mit! Herr Schmink, Sie als Bereichsleiter des Forschungsinstituts, was fasziniert Sie an Textilien? Ich finde es so spannend, dass Textilien so breit und flexibel einsetzbar sind. Von der Herzklappe bis zur Heckklappe, von der Medizin bis zum Automobil, bis hin sogar zum leuchtenden Textilbeton, den Sie bei uns am Gebäude sehen können. Das heißt, es gibt fast keinen Bereich, in dem Textilien nicht eingesetzt werden. Oft ist die maschinelle Verarbeitung von Textilien schwierig, weil sie so elastisch und biegsam sind. Aber dieser Roboter kann das. Er kann Glas- oder Carbonfasergewebe aufnehmen, ablegen, schneiden und vernähen. Wir forschen ja aber auch im Bereich Smart Textiles mit medizinischer Anwendung. Smart Textiles sind Textilien, die mehr können, als nur warm zu halten oder schön auszusehen. Wie zum Beispiel dieses T-Shirt. Was ist das Besondere an diesem T-Shirt? Ja, dieses Shirt misst die Herztätigkeiten des Patienten, in diesem Falle das EKG. Und wie funktioniert das? Mit diesem silberbeschichteten Garn können wir gestickte Elektroden herstellen, die schön flauschig und eng am Körper anliegen und damit das Signal messen. Hier gibt es wirklich viel zu sehen. Zum Beispiel diese Maschine hinter mir. Was kann die denn? Die Maschine ist quasi noch eine Weltneuheit. Die umwickelt Druckbehälter mit Carbonfasern und das so schnell, wie das bis jetzt noch keine andere Maschine macht. Wozu werden die Druckbehälter mit Carbonfasern umwickelt? In die Druckbehälter wird später mal Wasserstoff eingepresst und das mit Drücken. Die sind ungefähr 300 mal größer als der Druck in einem Autoreifen. Und die Carbonfaser ist besonders stabil. Die werden dann hinterher benutzt, um wasserstoffgetriebene Autos anzutreiben. Klar, da spielt die Festigkeit sicherlich eine Rolle für die Sicherheit. Genau. Das war ein kleiner Einblick in unser Institut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für die technische Seite von Textilien begeistern. Macht's gut!